Johannes Wennmacher auf den letzten Metern vor dem Ziel beim Kassel-Marathon 2015. Der Lokalmatador vom PSV Grün-Weiß kam am Sonntag als schnellster Halbmarathonläufer im Aue-Stadion an. 1 Stunde, 11 Minuten und 48 Sekunden brauchte der 31-Jährige für die knapp 21 Kilometer lange Strecke und verpasste damit den Streckenrekord von Teamkollege und Vorjahressieger Markus Jahn um nur 18 Sekunden. HNA-Sportredakteurin Michaela Streuf sprach im Ziel mit dem überglücklichen Sieger. Johannes Wennmacher, herzlichen Glückwunsch zum Halbmarathonsieg. Mit dem Sieg geliebäugelt vorher? Nein, nicht wirklich. Also es ist mein zweiter Halbmarathon und man weiß zwar so von den Zeiten her, wo das hinführen kann, aber man kann auch damit nur Vierter oder Fünfter werden. Und unterwegs haben wir gemerkt, dass das ganz gut läuft. Mit meinem Teamkollegen zusammen konnten wir gut Druck machen. Und die Gruppe wurde immer kleiner und zum Schluss waren wir nur noch zu zweit und dann konnte ich an einer Passage ein bisschen Boden gut machen und konnte das bis ins Ziel dann zum Glück retten. Ja. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zeit? Sehr zufrieden. Ich habe meine Zeit um eine Minute verbessert. Wie gesagt, es ist jetzt mein zweiter Halbmarathon und bin voll happy. Wie ist es in Kassel als Kasseler zu gewinnen? Es ist großartig. Also der Heimvorteil spielt einem da schon ein bisschen in die Karten. Und gerade da, wenn man weiß, hier wohne ich gleich um die Ecke und hier kaufst du ein und läufst dann mitten auf der Straße, ist ein ganz tolles Gefühl. Links und rechts stehen die Leute und jubeln einem zu. Das ist total klasse. Wird jetzt ein bisschen mit Markus Jahn gefeiert, dem Vorjahressieger? Genau, wir waren früher jahrelang in der Trainingsgruppe zusammen. Wir kennen uns schon seit der Kindheit fast. Und er hat schon vorher gesagt gehabt im Gespräch zur Radio HNA, ja, Johannes Wennmacher, das wäre eine Möglichkeit. Da habe ich gesagt, du bist ja total verrückt. Mir das zuzutrauen ist zwar total lieb von ihm, aber dass das dann doch geklappt hat, echt großartig. Ja. Und wie war die Stimmung an der Strecke? Es war großartig. Also ich denke, man merkt langsam, dass die Leute wach werden, dass alle rauskommen. Und es ist einfach super hier in Kassel. Ja. Und hier das Aue-Stadion? Das ist absolut genial. Also wenn man reinkommt und man weiß, schon gleich geht hier richtig die Stimmung los, dann sind die letzten 300 Meter wirklich nur noch Zugabe. Alles klar, jetzt wird ein bisschen gefeiert, oder? Ja, erstmal was trinken, ein bisschen runterkommen und dann heute Abend wird auch nochmal gefeiert. Das haben Sie sich verdient, vielen Dank. Dankeschön.